Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Ihre Zeitung mit viel Sport aus der Region. regional-magazin.at. Die Marktgemeinde Mauthausen lädt ein zum Besichtigen, Bewegen, Genießen. Mauthausen an der Donau. Ein Besuch lohnt sich immer, auch auf mauthausentourismus.com. Man kann nie früh genug, aber auch nie zu spät mit Tennis beginnen, lautet das Motto der Hipfel Tennis Academy. Profis kümmern sich um junge und jung gebliebene Tennisspieler. Auf der Top-Tennisanlage Danubis der Union Stein und Co. Mauthausen schlagen von 7. bis 13. August 2023 die möglichen Nachfolger eines Novak Djokovic, eines Rafael Nadal, eines Roger Federer, eines Dominic Thiem oder eines Carlos Alcaraz die gelbe Filzkugel über das Netz. Auf den 8 Sandplätzen bzw. bei Regenwetter wie in der Qualifikation am Montag auf den 3 Hallenplätzen geht's für die unter 18-Jährigen beim 3. Upper Austrian Junior Grand Prix je 100 um wertvolle Punkte in der Jugend-Weltrangliste. Ja, es sind knapp 180 Buben und Mädchen, also Burschen und Mädchen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, die aus über 30 Nationen weltweit hierher angereist sind nach Mauthausen. Und es macht uns besonders stolz, dass es mittlerweile mehr als schon im letzten Jahr und vor 2 Jahren. Und es zeigt einfach, das Tennisleistungszentrum hier Danubis in Mauthausen wächst von Jahr zu Jahr immer noch weiter. Und ja, wir sind jetzt schon wieder motiviert, schon fürs nächste Jahr noch neue, größere Akzente setzen. Wir denken an ein Upgrading in ein Kategorie 1 Turnier, wo dann die weltbesten Jugendlichen sich duellieren werden. Weil die hier jetzt sind, die werden in der nächsten Woche schon wieder in Deutschland, Spanien, Tschechei gesehen und aufeinandertreffen. Mittendrin in diesem Weltklassefeld sind auch die besten Österreicherinnen und Österreicher dieser Altersstufe. Ja, es ist so, dass bei den Mädchen, die Alexander Zimmer top gesetzt ist, auch zum Favoritenkreis gehört. Die ist immerhin Nummer 240 in der Welt bei den 18-Jährigen. Und sollte ihr schon einiges an guten Matches zeigen. Bei den Burschen ist der Nico, der Hipfel-Nico, an Nummer 4 gesetzt. Der ist mittlerweile 300 in der Welt bei den unter 18-Jährigen. Der Patrick Joswitzki, der ist auf 8 gesetzt. Und man muss eines sagen, und das ist richtig für uns besonders erfreulich, es gehört als größtes oberösterreichisches internationale Jugendtennisturnier zu den drittgrößten Turnieren, die es in Österreich gibt. Und ja, auf das sind wir echt stolz und freuen uns, dass wir da jetzt eine super Turnierwoche durchführen dürfen. Dass bei diesem Weltklasse-Turnier die generalsanierte Danubis-Anlage in Mauthausen ein Austragungsort der Extraklasse ist, das wird nicht nur von den Aktiven, egal ob schon öfter oder das erste Mal hier, bestätigt. Na, ich bin das erste Mal hier in Mauthausen. Ich finde es schön hier, das Wetter passt auch sehr gut und ja, morgen geht's los für mich mit der ersten Runde und ich freue mich schon sehr. Jetzt zu dir auf Nummer 8 gesetzt, also wahrscheinlich mit Erwartungen in dieses Turnier in Mauthausen. Was wäre denn optimal? Natürlich den Turniersieg, aber ich muss mich bei jeder Runde konzentrieren, meine gute Leistung abrufen und ja, wie gesagt, ich freue mich auf morgen schon und schauen wir, wie die Woche ausgehen wird. Ausgehen wird, es sind wirklich starke internationale Leute hier, solche Turniere ganz wichtig für euch? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Da spielen alle gute Spieler mit von jedem Land und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und man hat sicher auch viel Spaß dabei. Ich war noch nie hier auf der Anlage, aber erster Eindruck, sehr schön, schöne Plätze, schöne Anlage. Ich freue mich, dass es morgen losgeht. Jetzt geht es morgen los als Nummer 1, das heißt Turniersieg logischerweise im Kopf. Ja, natürlich peile ich den Turniersieg an, aber ja, Match für Match spielen und dann schauen, das Beste geben und dann schauen, was rauskommt. Jetzt schaut man sich natürlich vorher schon wahrscheinlich die Setzliste an, starke Gegnerinnen. Ja, sicher, jeder kann hier Tennis spielen, das ist eine ziemlich hohe Kategorie, da kann jeder Tennis spielen, also es wird sicher jedes Match tough sein, aber ich werde mein Bestes geben und ja. Grundsätzlich zum Turnier, jetzt nicht zur Anlage, sondern auch zur Organisation ist ja nicht so einfach, also
ja, wo es um Welt, um Punkte in der Weltliste geht, zu organisieren. Organisation passt auch? Ja, sehr gut. Ich meine, es ist ein großes Turnier, ein großer Raster. Viele Spieler sind hier. Auch das Wetter hat gestern zum Beispiel nicht so gut gepasst, aber sie haben das sehr gut untergekriegt, dass alle Matches gespielt worden sind. Die Plätze sind in einem richtig guten Verhältnis und ja, alles sehr gut organisiert. Einen Satz noch grundsätzlich zu den Ladies im österreichischen Tennissport. Wie siehst denn du die Geschichte? Ja, ich meine, es wäre schon besser, wenn man jemanden hätte, der an der Spitze wäre, damit man auch ein Vorbild hat, der in seinem eigenen Land ist. Aber ich finde, durch die Grabhe, die jetzt so Top 100 und ich glaube jetzt schon mittlerweile 60 in der Welt steht, haben wir es auch gesehen, dass man es auch in Österreich schaffen kann bei den Frauen. Ja, die Anlage ist wirklich top. Die vielen Tennisplätze da und oben das Bistro, das Gasthaus, passt alles perfekt zusammen und die Atmosphäre ist sehr gut. Jetzt zu dir. Erstmals, ja, wie sagt man das so schön, im Fußball sagt man angeschrieben bei einem riesigen, großen, starken ITF-Turnier. Ja, was kann man da jetzt für Bilanz ziehen? Ja, also es war natürlich eine Riesenfreude das erste Mal. Und das erste Mal, wenn du so ein Match gewinnst, freust du dich einfach wirklich. Und da sieht man, dass sich die Arbeit lohnt, dass du die ganze Zeit in den Sport reinsteckst. Und ja, macht Lust auf mehr. Im Turnier mit einer Wildcard? Ja. Das heißt, Lokalmatadore werden hier forciert? Ja, ich glaube, der Werner sieht, dass ich wirklich seit 3-4 Jahren konstant 5-6 Mal die Woche trainiere und wollte mir einfach mal die Chance geben, dass ich bei so einem Turnier mitspielen kann. Wohin soll deine Reise noch gehen bei diesem Turnier? Boah, also nächste Runde spiele ich gegen einen sehr guten Italiener. Einfach mal locker drauf losspielen. Ich bin nicht der Favorit, also kann ich nur gewinnen. Ja, voll. Es ist eigentlich jedes Jahr immer wieder ein Recht für Österreicher dabei. Generell bei den Turnieren von Papa, sage ich mal. Ich bin sehr viel Österreicher mit, was sehr cool ist, weil voll viele Leute zusammenkommen, voll viele Freunde und die ganze österreichische Tennisszene eigentlich. Jetzt bist du auf 5 gesetzt. Die Erwartungen an dieses Turnier diese Woche? Ja, ich möchte eigentlich, dadurch, dass ich in letzter Zeit sehr gut spiele, sehr gutes Gefühl habe am Platz, möchte ich sicher das Turnier gewinnen. Und ich sage mal, Finale, Halbfinale sollte auf jeden Fall drinnen sein und dann schaut man weiter. Ja, es ist besonders erfreulich, jetzt da im Danubis Tennisleistungszentrum Mauthausen den 3. Apostel Junior Grand Prix durchführen zu können. Ja, wie schon in Weißkirchen vor 4 Wochen haben wir hier ein Topfeld wieder mit österreichischen Spielern, die da im Einsatz sind und insgesamt sind über 180 Burschen und Mädchen aus über 30 Nationen hier. Das ist absoluter Rekord und auf das sind wir echt stolz. Ja, also bei dem Turnier, das ist ein J100-Turnier in der ITF-Serie. Also das sind die besten Jugendlichen der Welt aus verschiedenen Nationen. Wir haben, glaube ich, jetzt über 25 Nationen hier vertreten. Und ja, es macht sehr viel Spaß, denen zuzuschauen und das auch zu organisieren, natürlich. Ja. Weniger Spaß hat der erste Tag gemacht, denn da hat der Petrus nicht ganz mitgespielt. Wie habt ihr das gelöst und was war da alles los? Ja, also da kommen natürlich dann sehr viele Spieler. Wenn es regnet, können wir natürlich nicht spielen draußen. Aber wir haben eine perfekte Lösung gefunden. Das Team hat zusammengehalten. Wir haben die Plätze sehr schnell wieder auf Vordermann gebracht und haben dann ein bisschen spät in die Nacht hineingespielt. Aber wir haben es auch geschafft. Die Quali ist vollendet und haben dann noch ausgelost, spät in der Nacht den Hauptbewerb. Und heute können wir ganz normal spielen. Und ja, das sieht man gern, wenn das Team so gut funktioniert. Ja, Mauthausen ist seit 1958 eine sogenannte Tourismusgemeinde. Von daher haben wir natürlich einen großen Auftrag, diesen schönen Donaumarkt entsprechend touristisch zu vermarkten. Und das versuchen wir natürlich permanent. Nachdem es im Vorjahr schon dieses große ATP-Turnier gegeben hat in Mauthausen, in diesem tollen Tenniszentrum mit dem Dominik Thiem, gibt es heuer eben diese Fortsetzung, diesen Junioren-Grand Prix, den der Werner Hipfel perfekt gemanagt und organisiert hat. Und da sind wir gerne mit im Boot und wirken finanziell mit. Wie schaut es denn mit Tennis in der Tourismusregion aus? Naja, mit Tennis schaut es, glaube ich, ganz gut aus, wenn man sich auf Mauthausen fokussiert. Mit dem neuen Tenniszentrum sind wir natürlich im Blickpunkt der Tenniswelt. Ansonsten eher bescheiden in der Region, aber das ist uns ehrlich gesagt eh recht, weil wenn wir profitieren in Mauthausen, dann kommen halt alle nach Mauthausen und das ist gut so. Der Standort Mauthausen hat sich gewaltig entwickelt, ist mittlerweile auch international sichtbar dank der Arbeit, die vor allem
im Bereich der Infrastruktur in Angriff genommen wurde. Es wurde ein Tenniszentrum hier geschaffen, das national und international Beachtung findet. Da gilt der Dank dem Andreas Bilsel, dem Bernhard Schutti und allen, die da mitgeholfen haben, die mit viel Arbeitsleistung und persönlichen Einsatz mit Unterstützung auch des Sportlandes Oberösterreich das letztendlich realisiert haben. Jetzt ein großes internationales Turnier, wo es um Weltcup-Punkte geht, wo aber auch Österreicherinnen, eine Dame auf Nummer 1 gesetzt, die Herren relativ gut mitspielen. So ein Turnier, eine ganz wichtige Geschichte für den Sport allgemein, für Tennis natürlich im Speziellen. Nur sicher, das eine ist die Vereinsarbeit, die es braucht in der Breite. Letztendlich Richtung Spitze brauchst du aber natürlich Meisterschaften, Turniere, Veranstaltungen. Und da ist gerade in Mauthausen ein guter Boden mit dem Werner Hipfel, der zum dritten Mal heuer den Abbau aus dem Junior Grand Prix macht, der auch viele andere Veranstaltungen im Nachwuchsbereich bereits ins Leben gerufen hat. Und da heißt es auch an seiner Adresse Danke sagen für all das, was er geschaffen hat. Und ich bin überzeugt, es werden aus diesen Talenten heraus viele auch noch zur Weltklasse aufschließen, so wie der Sebastian Best, der jetzt in Kitzbühel das Turnier gewonnen hat und der beim Werner Hipfel noch vor Jahren in Oberösterreich im Nachwuchs gespielt hat. Wir steigen jetzt in die erste Hauptrunde am Dienstag ein. Hier einige Bilder von diesen Spielen. Wir sind natürlich auch am Finaltag, am Sonntag, den 13. August ab 10 Uhr mit unserer Kamera wieder vor Ort. Tennisfreunde, und davon gibt es ja Tausende im Land ob der Enns, sollten allerdings die Chance nutzen und sich bereits von Mittwoch bis Sonntag Tennis vom Allerfeinsten live geben. Es zahlt sich ganz sicher aus. Österreichs größtes Tennis-Nachwuchsevent des Jahres 2023 zumindest einmal, aber noch besser mehrmals zu besuchen. Ach ja,
Schon am Finalsonntag beginnen auch die oberösterreichischen Tennis-Kids-Landesmeisterschaften auf der Danubis-Anlage. Ja, ich als Veranstalter bin natürlich echt happy, dass wir da mit dem Oberösterreichischen Tennisverband eine Kooperation haben, wo wir die Kinderlandesmeisterschaften der 8- bis 11-Jährigen durchführen dürfen. Da sind auch knapp 50 Meldungen mittlerweile und die werden von Sonntag bis Dienstag ihr Bestes geben. Wir werden sie am Sonntag, am Finaltag des U18 Junior Grand Prix einladen, dass sie mal sehen, was kommt auf sie zu, wenn sie die nächsten vielen Jahre ehrgeizig trainieren. Und das werden wir versuchen, da ihnen einfach die Chance zu bieten, international erstmals die besten Jugendlichen, die hier dann um die Siege kämpfen, präsentieren zu dürfen. Womit sich ein Besuch der Danubis-Tennisanlage Mauthausen für Racketschwinger gleich doppelt lohnt.